So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich bin gerade von der Arbeit. Ja, ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt zu Hause bin und war wieder lustig heute auf der Arbeit. Ich habe ja auch mit meiner Kollegin zusammengearbeitet. Bei uns gibt es immer zwischendurch viel, ja, wir lachen immer viel zusammen. Also macht auch echt Spaß mit ihr. Und ich arbeite ja auch von meiner besten Freundin, die Tochter, mit ihr arbeite ich ja auch zusammen. Mit ihr ist das genauso lustig und toll immer, ne? Und ja, also das Arbeiten macht mir eigentlich schon ganz gut Spaß in der Bäckerei. So, ich ziehe das jetzt mal aus, kann auch in der Wäsche die Klamotten und dann werde ich mich mal auf den Weg machen zum Friseur, wollte ich sagen. Ja, da muss ich auch bald wieder hin. Ich werde nämlich schon langsam, habe ich hier so einzelne Haare, da werde ich jetzt schon wieder grau. Nächste Woche Dienstag. Ich muss mal gucken. So, ich guck gerade. Nächste Woche. Oh, jetzt ist das abgefahren vom Kalender. Naja, am 10. Nächste Woche Dienstag. Um 16.15 Uhr habe ich einen Termin wieder beim Friseur. Einmal Spitzen schneiden und wieder Haaransatz färben. Da bin ich auch froh, wenn die grauen Haare wieder weg sind. Boah, für mich ist das einfach noch nichts. Ja, genau. So, ich ziehe mich jetzt mal um und dann mache ich mich mal auf den Weg, also im Auto, nicht zu Fuß, ne, nach Rossmann. Und hier ist eins meiner Schlafmützen. Na? Hi. Jo. Und hier liegt die nächste Schlafmütze, die Teddy. Na, und wie ist es da? Auch mal schnuppern? Hä? Und wieder ein Sägewerk bist du, ne? Wieder am? Ihr habt Schnurren, ne? Ganz laut. Oh, jo. Jo. Man weiß echt nicht, wie man sich anziehen soll, ne? Vorhin war es noch bewölkt. Jetzt ist die Sonne wieder da. Dann ist es wieder bullenheiß. Ich meine, das ist so eine Frühlingsjacke, die ich jetzt hier anhab, ne? Aber ich könnte die schon wieder ausziehen. Aber das ist echt, ne? Also im Auto ist es definitiv, wenn ich vielleicht jetzt gleich rausgehe, wird es auf jeden Fall angenehmer. Aber ja, dann ist es warm, dann ist es kalt, hin und her. Und naja, jetzt stehe ich schon bei Rossmann. Wir haben jetzt 13:03 Uhr. Eine Stunde habe ich jetzt. Um 14 Uhr muss ich Jasmin abholen. Um 12 Uhr hatte ich Feierabend. Ja, genau. Mal gucken, was ich so bei Rossmann finde. Kriegt der Robert bestimmt in die Krise. Naja, muss er mit leben. Nein, Quatsch. Die sehen ja mal cool aus. Ups. Voll geil. Totenkopf. Der riecht sehr süßlich hier, der. Also die beiden Düfte habe ich auch. Den und den. Die sind einfach mega hier. Der hier und der. Riechen so richtig sommerlich. Voll geil. Hier sind meine blauen Ohrringe. Gibt es auch in die Farbe. Die habe ich auch. Das sind ja die silbernen. So, da bin ich wieder. Ich werde gerade gekocht im Auto. Naja, ich brauche nicht weit bis nach Hause. Ich habe mal hier wieder so ein Proteinriegel. Ich hatte ein Angebot bei Rossmann von Wellmix Sport. Ich habe nämlich heute auch nicht wieder so viel gegessen. Doch, stimmt. Ich habe ein Mürbchen gegessen mit Mandeln drauf. War wieder rechtlich ungesund. Naja, egal. Kann man auch mal machen.
Dinkelpops hier habe ich geholt. Diese Dinkel gepufft, voll lecker. Die sind ja mit Honig gesüßt. Echt total lecker. Da habe ich so eine neue Kompresse mal geholt hier, ne? Wenn das Mima fällt für eine Beule oder so, fände ich mal nicht schlecht. Die anderen sind kaputt gegangen. Essig für Kalk wegzumachen. Ah, genau. Und einen Augenbrauenstift habe ich geholt. Ja, für ein paar Härchen nachzuziehen. Also, jetzt fahre ich nach Hause. So, Jasmin habe ich auch von der Schule geholt. Sag mal hallo. Hallo. Genau, wir stehen jetzt hier. Wo stehen wir, Anne? Bushaltestelle. Nee, Waschstraße. Genau, weil mein Auto ist nämlich überall zugeschissen, ne? Da ist Vogelkacke, hinter uns ist Vogelkacke. Oh, wir können drauf fahren. Damit unser Auto schon mal einweichen kann, ne? Ich fahr jetzt drauf. Ja, lass uns schon mal die Scheiben nass machen, ne? Ja, das ganze Auto, ne? Ja, aber die Vogelkacke geht nicht weg. Nee, die Vogelkacke geht deswegen, wenn die richtige Wäsche kommt. So, guck mal. Es wird alles schön sauber gemacht, ne? Wir hätten auch drin bleiben können, aber nee, mir ist das immer zu gefährlich. Ist aber auch immer Angst. Ja, deswegen machen wir es auch nicht, ne? Ja, und die anderen sind drin geblieben. Die anderen sind drin geblieben, die vor uns, ja. Hui, das ist überall geputzt. Ne? Eva, kann man sich das hier gut angucken. Ich komm zum nächsten Fenster. Hallöchen, ihr Lieben. Ja, bin gerade im Auto unterwegs. Ich war nämlich noch bei DHL. Wir haben nämlich wieder ein Paket bekommen. Also dazu kommt natürlich irgendwann ein Video raus. Vielleicht schaffen wir das sogar heute zu drehen. Meine Nicole hat schon wieder gesagt, die ist platt heute. Ja, gucken wir mal. Die hat nämlich morgen frei. Eigentlich wäre Gott ideal. So, und jetzt gerade wollte ich eigentlich nach Hause fahren und bin jetzt auf dem Weg, meinen Sohn zu holen. Weil der schlaue Meier mit einem E-Scooter durch eine Pfütze gefahren ist und komischerweise fährt er nicht mehr. Seltsam. Naja, ich gehe mal holen. Bis später. Also ich raff das nicht. Das Navi hat gerade noch, also er hat mit seinem Live-Standort geschickt, das Navi sagt, noch 5 Minuten entfernt. Ich denke, geh mal rein, geh nochmal auf seinen Live-Standort. Der ist jetzt bestimmt woanders. Dann guckst du nochmal, wo der jetzt ist. Jetzt muss ich noch mal 10 Minuten fahren. Wo rennt der denn hin? Ja, die Jugend von heute, ne? Kein Plan. Hallihallo, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich bin gerade nur noch nach Hause gekommen und dann bin ich nur noch auf der Couch eingeschlafen. Ich hatte so einen toten Punkt, ey. Boah, ich konnte nicht mehr, ey. Robert ist jetzt auf dem Weg nach Hause und unser Sohn Kevin hat uns zum Essen eingeladen. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich was zu essen vom McDonald's. Jo, ja, macht sich mal so. Pommes auf der Hand. Yes. Dörner Pommes auf der Hand. Ja, genau. So, Dörner und Pommes ich. Auf der AA. Ja, genau. Jetzt kommt nur noch Blödsinn raus. So, und ich gucke jetzt mal nach meinen Radieschen. Da quillt schon was raus. So, ich ziehe jetzt einfach mal eine hier raus. Mal gucken, ob die was geworden ist. Ich nehme mal die hier. Nee.
Da sind ein paar, aber nee, komm, ich habe keine Ahnung. Nina, du guckst doch meine Stories oder mich auf YouTube. Was denn? Sag mal Bescheid. Eine Dose, aber die ist nicht grün. Ja, die ist doch grün, die Erdbeere. Boah, ich weiß nicht, ja, die gucken schon raus. Ich träume noch nicht. Aber das ist schon hier so am Verwelken hier, die ganzen Dinger, die hier dran sind. Ich weiß es nicht. Ich hole jetzt einfach einen raus. Nee, ich habe es einfach noch drin gelassen. Ich glaube, das ist doch noch was zu klein. Ich habe mal so ein bisschen gefühlt, so unter der Erde, so. Das muss noch was wachsen. Noch nicht da. Und ich muss mich unbedingt um die Tomaten kümmern. So Dinger hier und wie hier zum Hochwandern, so ein Zeugs hier Und die kaufen. dort. Gucken, dass ich morgen mal zum Baumarkt komme. Ja, sind die Gurken und ich muss unbedingt Wasser gießen, das ist ziemlich trocken. Das riecht nach Torte. Und hier Erdbeeren. Na, da sind ja auch schon ein paar Schade. verwelkt. Naja. Hier die zwei, die kannst du abmachen, die. Hast du extra Handschuhe an oder was? Ja. Ja, hier die auch. Ist noch eine. Ja. Haben wir doch noch die Nee, die rote. müssen noch ein bisschen. Die ist verdrüscht. Ja, das war's. Aber hier kommen ja auch noch Erdbeeren. Guck hier. Und hier, ne? Ja, die sind aber eher. So, mit dem Zeug jetzt hier. Dünge ich jetzt mal meine Gurken. Schön braun das Wasser. Da ist ja extra der Dünger drin. Naja, ich gebe denen mal auch noch was hier, die so den Kopf hängen lassen. Ob das was bringt, keine Ahnung. So, Tomaten sind auch alles voll. Ich auch mal hier alle was von dem braunen Zeug. So, jetzt gebe ich den Rest auch noch was. So, Robert ist endlich da. Danke, Kevin, ne? Ich hab Oh, danke. Ich hab drei Oh. Ja, jetzt nehmen wir mal los hier mit Essen. Lecker. Und Jasmin hat ganz viele Tierchen bekommen. Die Ja, und haben die haben die wohl, irgendwie. die haben mit mehreren Männern zusammengestellt. Wahrscheinlich hat jeder irgendwas Ja, reingetan. genau. Da sind irgendwie drei Tiere drin anstatt eins. Ja, genau. Und nochmal ein Löwe. Delfin hat sie ja schon. Hier so ein Eisbär, ne? Oder? Sieht so aus, ja. Ein Eisbär und da ist Und hier noch. Löwe-Mädchen, ne? Ja, genau. Ja, so. Jetzt werden wir aber mal hier essen. Wir haben Hunger. So, und die Knöllchen ist schon im Bett und wir haben vorhin für Naschen die Welt Snackbox aufgemacht. Und das Video dazu kommt morgen um 18 Uhr auf YouTube raus oder für die Leute, die unsere Instagram-Story auf YouTube sehen, heute Abend 18 Uhr. Also einschalten, nicht verpassen. Viel Spaß. Tschö, bis morgen.